Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C? Ja. Karsterscheinung Ittelschwing. An dieser Stelle verschwindet das Wasser aus dem Ittelteich. Das ist der hinter uns. Also dieser da. Durch die Ittelschwind-Schwindhöhle im Gipsmassiv des Himmelreichs. Früher durchfloss es die Himmelreichshöhle, das ist die Höhle, wo ich euch eben den Eingang gezeigt habe, und traf am Gänseloch nahe dem Pondelteich wieder zutage. Seit dem Bau des Stollensystems der Eisenbahn wird es durch dieses abgeleitet und trifft nun am Mundloch aus den Hauptstollen auf der Elricher Seite. Steilhang nicht betreten. Es kann jederzeit zu Steinschlag kommen. Ja, was willst du machen, ne? Tja, wirklich schade. Ah, jetzt hört man gerade die Eisenbahn. Da fährt's lang. Und wieder denken sich ein paar Leute, wer steht da mitten im Wald? Ja, schade, dass man da nicht hin kann. Kann man nichts machen, aber auf dem Schild steht ja, dass jederzeit Steinschlag. Und dann ist das natürlich viel zu gefährlich, jetzt einfach hier durch den Wald zu gehen. Oh, wie bin ich denn hier gelandet? Das sieht doch schon mal geil aus. Höhle, Höhle. Oh, und der Baum da drüber. Hammer. Und ein Feuersalamander. Ich werd verrückt. Guckt euch das an. Oh, ist das schön. So ein schönes Tier. Herrlich. Ich habe heute richtig Glück. Erst eine Blindschleiche, jetzt ein Feuersalamander. Ja, die sind hier im Harz noch relativ häufig. Mach's gut. Ich werde auf jeden Fall mal so einen Blick in diese Höhle werfen da. Und diesen Wahnsinnssteilhang hier, ne? Wahnsinn. Schon geil. Okay, reingehen tue ich da jetzt nicht. Oh, es sieht relativ tief aus. Allerdings auch sehr einsturzgefährdet. Also für so Leute, die so in so Höhlen reingehen, ist direkt am Ittelteich. Und das ist nicht die einzige. Ich habe drüben noch auf der anderen Seite, da müssen wir jetzt hier irgendwie hier im Weg rumbahnen und hier wieder durch, noch andere Höhlen gefunden. Kann man sich gar nicht satt sehen hier in der Gegend. Hier entspringt, von wo auch immer, ein kleiner Fluss. Der kommt da direkt aus den Steinen raus. Ja, wie ihr hört, hier fährt schon wieder die Eisenbahn. Also es ist wirklich sehr viel befahren. Das ist doch ein geiles Plätzchen hier. Und hier verschwindet das Ganze ja praktisch im Berg. Da ist noch eine Höhle. Hier ist ein riesiger Steilhang. Gehen wir jetzt noch mal näher ran. Und hier liegt auch eine schöne Wurzel. Ich glaube, hier werde ich mir ein Käffchen kochen. Ja, das ist ein schöner Platz. Hier direkt am Wasser. Wunderschön. Und weg ist es. Wo ist es hin? Ah, hier muss man wirklich mit Vorsicht zu genießen. Das ist alles nur so lockeres Geröll, was hier liegt. Und wie gesagt, da das Wasser ja irgendwo hin verschwinden muss. Und hier seht ihr auch hier so ein richtiger Moränenabgang. Sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Oh, das ist eine große Höhle. Oh, die ist groß. Und hier hängt auch schon gleich über den Eingang ein Teil, was gar nicht mehr so fest aussieht. Aber wie ihr seht, das geht hier richtig hoch. Wahnsinn. Und hier geht es eine ganze Ecke rein. Ja, da hinten geht es um die Ecke weiter. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja. Hammer. Okay, wie gesagt, alleine gehe ich in solche Sachen eigentlich ungern rein.
Hier werde ich aber auf jeden Fall nochmal herkommen und das alles ein bisschen erforschen. Dann nochmal ein Video drüber machen und jetzt gibt es erstmal ein Käffchen an der Höhle. Ja, hier ist also wieder so ein Hotspot, sage ich mal, den ich hier entdeckt habe und zu dem ich mich mit Sicherheit noch öfters begeben werde. Also wir haben hier in der Nähe, wie gesagt, das Himmelreich, diese riesige Höhle. Hier haben wir noch eine Höhle, die Itelhöhle, da weiß ich nicht, wie groß die ist. Wir haben hier einen schönen Fluss, wir haben Feuersalamander, wir haben einen riesengroßen Teich, wir haben das Mörderwäldchen, wir haben einen Tunnel und das ist alles ziemlich kompakt. Ja, eigentlich zusammen schon fast auf einen Fleck. Ein wunderbares Stück Natur. Das werde ich jetzt noch eine Weile genießen, werde meinen Kaffee kochen. Und dann schauen wir mal wieder, wo der Weg uns noch hinführt. Der führt ja noch eine Weile hier lang. Mal sehen, ob da noch was kommt. Ich bin gespannt. Also eigentlich bin ich schon fast reizüberflutet. Weil ich das ehrlich gesagt nicht erwartet habe. Man sieht es weder von der Straße aus noch von irgendwelchen, ja, eigentlich gar nicht. Es ist ziemlich versteckt. Falls ihr genau wissen wollt, wo das ist, dann schreibt mir eine PN. Ich möchte das aber jetzt nicht unbedingt über YouTube hier rausposaunen, wo das genau ist. Schreibt mir eine PN, dann kann ich euch eine Wegbeschreibung geben, ist kein Problem. Also vor allem bei den Leuten, die ich kenne. Weil das ist nämlich ein richtig schönes Stück Natur und hier liegt gar keinen Müll rum. Und das soll auch so bleiben. Ja, wie gesagt, ich werde das noch ein bisschen genießen hier. Schön auf diesen alten Witwenmacher. Über mir thront noch ein riesiger Witwenmacher. Da es aber absolut windstill ist, hoffe ich mal, er bleibt jetzt einfach mal noch einen Tag hängen. Und werde, wie gesagt, alles noch ein bisschen genießen hier. Und werde mal einen Kaffee trinken. Ja, und man sollte alle Orte so verlassen, wie man sie vorgefunden hat. Die Tasche, die Flasche und den Kaffee nehme ich natürlich noch mit. Mache nochmal so einen kleinen Rundschwenk und dann gehe ich vorne zum Weg. Und hier weiter, muss man einen Kaffee noch austrinken. Aber man kann sich gar nicht satt essen, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und dann schauen wir mal weiter, wo es euch uns heute noch alles hintreibt. Ich werde mir jetzt noch einen Weg um den See hier suchen und gucken, dass ich irgendwie wieder zu meinem Motorrad komme. Ja, wie gesagt, wenn ihr mal in der Südharzer Gegend seid und wollt hier hin oder genau wissen, wo es ist, weil das ist in keinem Reiseführer oder sowas zu finden, dann schreibt mich einfach an und wenn ich Zeit habe, komme ich gerne mit, machen wir zusammen was, kein Problem. Ja, ganz kurz nur. Und zwar, ich bin jetzt auf der anderen Seite von diesem See. Und ihr seht hier im Hintergrund, hinter mir ist ein riesen Morastgebiet. Das ist also richtig tief. Das kann ich aus Erfahrung sagen. Und zwar habe ich mich letztes Mal versucht, weil ich nämlich diesen See über Google gefunden habe, mich von dieser Seite hier durchzuschlagen und bin dann, ich weiß nicht, eine halbe Stunde oder so durch dieses Morastgebiet gewandert und war bis zu den Knien versunken und hätte mir es eigentlich sparen können. Weil wenn ich richtig auf Google geguckt hätte, hätte ich mit Sicherheit auch diesen Weg, der nur ein paar Meter hier ist und um den See rumgeht, hätte ich mit Sicherheit auch gesehen. Ja, aus Fehlern wird man klug. Und was man nicht im Kopf hat, das klebt dann an der Hose. Ja, ich habe gerade gesehen, hier ist so ein kleiner Lagerplatz, so ziemlich am Ende des Weges. Und hier oben soll auch noch eine Hütte sein.
Da werde ich jetzt noch mal hochgucken, mich den Berg hier rauf quälen. Ja, und wie ihr im Hintergrund vielleicht hören könnt, diese Hammergeräusche. Hier wird also noch immer Gips abgebaut. Und zwar ist das da hinten, das ist praktisch ja, gegenüberliegend. Da ist ein großer Berg dazwischen. Ja, also ich bin jetzt guten Kilometer gefühlt gelaufen. Auf den Schild stand 500 Meter zur Hütte. Jetzt weiß ich nicht, bin ich vorbeigelaufen, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Oder die Hütte gibt es gar nicht mehr. Ich gucke noch mal ein Stückchen weiter, weil ich habe das Gefühl, hier unten ist der See, dass ich hier oben auf diesen Höhenkamm auch irgendwie um den See rum kann. Und dann werde ich mal diesen Weg nehmen. Obwohl ich eben schon eigentlich schon fast beim Motorrad war. Ja, der Weg, der wird immer mehr zum Trampelpfad. Und ich habe noch keine Hütte gefunden. Also ich denke mal, die gibt es nicht mehr. Auch von hier oben hat man einen schönen Blick auf den Teich. Ist natürlich ein bisschen vorsichtig, weil hier geht es natürlich dementsprechend doch bergab. Ja, ich bin jetzt noch mal ein gutes Stück weiter. Also der Weg hier oben über diesen Höhenkamm ist ziemlich anstrengend, aber es lohnt sich, weil man hat immer wieder eine wunderbare Aussicht. Man macht praktisch schon so einen Rundgang um den See. Sehr schön. Ja, wieder wunderbar uralte Bäume. Was steht hier? 1996. Also der Baum ist älter. 83. 82, 82, 2010, aha, 1973 könnte das heißen. Und der ist noch einiges älter. Immer diese Zäune. Oh, okay. Verständlich. Ja, ich habe tatsächlich noch die Hütte gefunden. Also die Angabe auf dem Schild waren 500 Meter. Ich weiß nicht, ob sie Höhenmeter gemeint haben. Fluss die Hütte. Harzer Grenzweg, grünes Band Deutschland. Da gibt es übrigens eine schöne Serie von Andreas Kieling. Kann ich euch nur empfehlen. Der hat dieses ganze grüne Band hier mal abgewandert. Also richtig geil. Andreas Kieling, wer ihn noch nicht kennt, ein berühmter Tier- und Naturfotograf. Machst du im Walde eine Pause, nimm deinen Wertstoff mit nach Hause. Ja, das ist eigentlich ideal hier. Nicht schlecht. Leider keine Feuerstelle dabei, aber gut, auf jeden Fall wettergeschützt. Hier jetzt noch so eine kleine Feuerstelle hin, das wäre es gewesen. Ja, also der Zaun ist hier nicht ganz umsonst, hier geht es wirklich ganz barbarisch bergab. Und ich denke mal, ohne den Zaun könnte so eine persönliche Pinkelpause nachts aus der Hütte raus gefährlich werden. Ach, hier ist schon Hammer. Richtig geil. Ich bin begeistert. Ja, das ist der Südharz. Karstlandschaft nennt sich das Ganze. Ja, ich bin hier also auf den Rundwanderweg 2. Ich bin hier nur verkehrt rumgegangen, ich bin nämlich von da gekommen. Und ja, da kann man hier vom Parkplatz Kloster, also Weikenried hat auch ein ganz berühmtes Kloster. Hier ist nochmal eine richtig geile Aussicht.
Da kann man also den gehen. Ich gehe jetzt den Rundweg praktisch verkehrt rum. Ey, ist das eine Hammeraussicht hier. Wahnsinn. Ja, da ist nochmal der Teich. Hier vorne, wenn ihr das seht, sind die Bahnschienen. Also wir sind jetzt praktisch über den Tunnel. Also auch über dieser Höhle, die sich Himmelreich nennt. Hier unten ist dieser Eingang, den ich ganz am Anfang gezeigt habe. Ja, schon ein ganz schöner Höhenzug. Ich werde jetzt mal hier weitergehen. Also ausgeschildert stand 1,3 Kilometer bis Kloster Walkenried. Und ich hoffe, dass ich da an meinem Motorrad vorbeikomme. Wenn nicht, muss ich vom Kloster Walkenried nochmal gut 2 Kilometer laufen. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich klappen. Ja, kennt ihr das? Wenn ihr nach so einer Tour noch so einen kleinen Marsch hingelegt habt und eigentlich Wege gegangen seid, die ihr gar nicht gehen wolltet, sondern nur so ganz zufällig entdeckt habt und euch dann so nach dem anstrengenden Aufstieg so eine psychologische Hilfe gebt und dann immer sagt, ey, nach der nächsten Kurve geht's nur noch bergab. Also höchstens noch 3 Kurven, dann bist du sowieso da. Wahrscheinlich steht hier unten gleich mein Motorrad. Ja, naja, dann. Ja, wir gehen jetzt wieder durch dieses sogenannte Mörderwäldchen. Oder Schmugglerwald, wie man will. Und kreuzen mit Sicherheit auch ein paar alte Schmugglerwege. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie die Leute damals... Ja, wie sind die damals in absoluter Dunkelheit? Weil Licht konnten sie auch nicht groß machen. Denn im Ernstfall wurde ja auch mit Sicherheit auf die geschossen. Durch dieses Gelände gekommen sind. Das ist Wahnsinn. Ohne dabei abzustürzen. Weil hier geht es ja wirklich an manchen Stellen einige Meter runter. Ah, ich habe da noch was am Wegesrand entdeckt, und zwar die Thieleköte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da vielleicht eine Feuerstelle ist. Aha. Ja gut, hier ist schon länger nichts mehr gemacht worden. Aber hier ist eine Feuerstelle. Jetzt seht ihr das natürlich nicht. Ich versuche es mal mit Taschenlampe. Moment. Ah, hier liegt sogar noch Feuerholz. Geile Sache. Also, der Weg ist auf jeden Fall eine Wanderung wert. Hier ist auch noch mal eine wunderschöne Aussicht. Eine ganz einfach zurechtgezimmerte Köte mitten im Wald. So ein bisschen am Waldrand gelegen hier. Hier hat man noch mal ein paar Bänke und eine schöne Sicht auf den Harz. Ich weiß nicht, ob ihr das... Es könnte sein, dass ihr das gerade so seht. Und zwar da hinten dieser ganz kleine Turm, dieser hier da so, das ist Stöberhai. Und zwar ist das oberhalb der Odertalsperre. Ja, ich habe eben gerade so einen Wanderer getroffen, der wollte bloß nicht unbedingt auf YouTube. Verständlich. Und der hat mir erzählt, dass das Ganze hier auch Teil der Harzer Wandernadel ist. Und hier müssten also auch Stempelstellen und sowas sein. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Das kann natürlich sein, dass in der Hütte. Ich habe jetzt auch nicht so genau darauf geachtet. Ja, Wandern ist nicht so unbedingt mein Ding. Obwohl ich es ja gerade mache, aber. Ja, also, ich sag mal so als Abschluss. Ich hoffe, dass ich jetzt irgendwann mal so langsam zum Motorrad komme. Der ganze Weg vom Kloster Walkenried, also das ist ein großer Parkplatz. Da könnt ihr euch das Kloster in aller Ruhe angucken. Dieser ganze Rundweg, den ich jetzt gelaufen bin, das sind so 6,5, 7 Kilometer, sage ich mal grob. Ich glaube 6,8 oder sowas stand da drauf, ich weiß es gar nicht. Und davon bin ich jetzt ungefähr so, ja, ich sag mal so gute, irgendwas zwischen 4 und 5 Kilometer gelaufen. Also es lohnt sich auf alle Fälle. Es ist ein richtig geiler Weg. Schwierigkeitsgrad ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich bin nicht so unbedingt der Wanderer. Also es sind gut ausgebaute Wege. Oh, teilweise noch mit richtigen Schätzen. Also überall am Wegesrand sieht man hier irgendwelche Sachen, wo man eigentlich sagen müsste, müsste ich doch schon wieder hingucken. Da werden dann natürlich auch 6,8 Kilometer schnell mal 8 oder 9 Kilometer. Es ist auch sehr bergiges Gelände. Also je nachdem, von wo ihr kommt. Ich gehe jetzt gerade einen Weg runter hier. Also, ja, ich sag mal so von der Schwierigkeitsstufe, keine Ahnung. Vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Rentnern oder Kleinkindern zu laufen, aber durchaus schaffbar. Also jetzt nicht unbedingt so schwer. Da gibt es in Harz noch ganz andere Sachen. Nicht mit einem Brocken oder so zu vergleichen. Jo, das war's also für heute. Werdet bessere Menschen.
geht in den Wald, passt auf euch auf, bis neulich im Wald. Ja, ich habe tatsächlich den Weg zurückgefunden, unglaublich aber wahr. Hier sind wir wieder an diesem Pilz, den ich vorhin gezeigt hatte. Also hier geht dieser Rundweg hoch und hier geht der Weg, den wir vorhin gegangen sind, wo wir bei dieser Baumwurzel waren. Also wir sind jetzt ein bisschen durcheinander gelaufen. Deswegen kann ich auch schwer abschätzen, was ich jetzt wirklich an Weg hinter mir hatte. Also, ja, keine Ahnung. Also hier geht auf jeden Fall der normale Rundweg hoch. Wie gesagt, sehr zu empfehlen. Hier geht es dann noch ein Stück durch die Feldmark. Von hier bis zum Kloster, Klosterparkplatz, denke ich mal, sind noch so ungefähr 2 Kilometer. Ja, es können auch 3 sein. Drei sind es nicht, 2. Ungefähr. Ja, und dann habt ihr einen schönen, wunderbaren Wanderweg im Naturschutz. Ah, sie steht noch. Schwein gehabt. Wenn jetzt der Helm noch da ist, bin ich vollkommen zufrieden. Ist er. Super!